das aus Molitor. Wir sind aus als sechstes Kind von 9 bin Hoppblatt. Ja, als erstes Kind von Niegen bin ich geboren in Kerfelskotten, dort Obwursen. Also geboren 35. Ja. Mein Vater ist 14 Tage vor Kriegsende von der Bombe umgekommen beim Mistfahren. Und so habe ich mehr. Blatt. Und deswegen mehr mit unserem Opa zu tun. Ja. Und der hat mir dann Masse erzählt um frühere Zeit, wie die erst anfangen sind in Wessel-Ellermanns-Kottes. Und mit dieser Heideplagen. Das was auch nicht. Und naja, das Weltlager Moor, da kriegt die Mitte Sand und Lut. Ja. Und das habt ihr immer abgelagert. Und so sind die recht arm, ja. Und unser Opa, der darf immer bestens tun. Ja. Und Fattweber. Fattweber, wir fahren ja wohl, aber wir wissen die Menschen gar nicht, was das ist. Das ist ein Pott, was von daher der Pottschwamm ist. Da wird früher so Glück gebessen. Und da ist eben mit einer Handware von Hundeburg, mit noch ein bisschen dort, oder noch eben Bürentoren und hat da in der Stadt Fattweber verkauft. Ne? Ja. Und da habt ihr sich jetzt, dass wir ein Geld mitmachen, dass es sich etwas mehr leisten kann, vor allen Dingen Kunstdünger. Ja. Das sagt wie Thomas Meergeib, da kommt aus Beata. Das was nicht so dürr und das Hölm. Da haben wir eine bittere Ernte gehabt. Ne? Da würdet alle bittere sein. Und ja, und sie haben immer Massen neben wie Matret. Auch fährt später mit Pappen noch. Und haben dann auch noch Osnabrück, OKD. Da haben sie jede Wirkung für bestens auf Reise gewesen. Haben braucht. Und damit habt ihr sich dann Geld verdient, habt ihr dann auch schon mal erst ein Stück gekauft und kultiviert. Aber ihr habt immer Ödland gekauft, nicht immer Heide und so was. Dann gucken, dass ihr was Eigenes kriegen habt und ihr habt ja neuen Lütgenburen Hofschimmert. Ja, nee, wir haben früher am Liebet und haben sehr masse Arbeit und haben immer mal erst ein Stück Heide und kultiviert und so wird dann immer mehr und auch neuer noch. Ja, ich sag, mein Vater, der ist 45 gestorben, aber dann 1950 hat mein Ölstebro, hat den schon wieder Heide gekauft, 2,5 Hektar und hat wieder kultiviert und später nochmal 56 haben wir nochmal was gekauft und so habe ich auch 9 Hektar eigen. Und das habe ich dann 59 verkauft, ja. Und ich eine Murie gekauft mit knapp 17 Hektar. Und davon konnte ich damals leben? Ja, also ich wollte, habe das ja auch verdaut. Da fragte der Makler, da würde insgesamt 22 Hektar. Wofür musst du denn haben? Ja, 15 Hektar, ja. Da kannst du auch gut eine Familie von ernähren und da kannst du dir auch Mühe noch arbeiten. Ja. Genug um arbeiten, ja. Also Arbeit genug. Und das hat auch ohne wo zum Gaunen, da sind Gäste recht gut umgegangen gekommen und hat Maschinenkram auch gekauft, alle Gebäude sind nicht. Ja. Aber die Nachfolger, die haben jetzt die Viehhaltung umgegeben, das ja. Landmarkt sind auch. Vertellt, was die Opa auch den Buren sagt, das hört sich ja nicht ganz so gut an. Nein, unser Opa hat immer gesagt, sie total nie was Eigenes kriegen. Denn die Buhr lässt Opa du nicht mehr leben hier. Da würde ich nicht, dass die alle Maschinen, größere Maschinen und die konnten das selbst bewirtschaften. Ja. Das brauchte mehr als die Pacht. Unser Opa hat immer gesagt, und ja, die will manchmal ein bisschen. Ja, Bettchen Groff. Bettchen Groff, Bettchen direkt. Die Hulühe, die sind von da rüber, aber die brucht sie nicht mehr. Die müssen auf einen Haufen jagen und vom Wurm Bomben aufschmieden, dass sie wegkommen. Die Hulühe laut die nicht mehr lieben. Nicht? Ja. Nicht? Aber dann kam ja die Zeit, dass es Arbeit greift. Nicht? Ja.
Hundebuch war die meiste Arbeit ja nicht, aber allgemein, die konnten der Baum oder irgendwo das Arbeitsplätze dauern und die konnten woanders das Geld verdienen und haben dann so nach und nach die Landwirtschaft alle um hier. Ja, und haben dann auch eigene Hüse gebaut. Eigene Hüse gebaut. Ja, ja, okay. Ja. Prima.